Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über den Wechselstrom. Jetzt Serienschaltung, haben wir alles erledigt. Gell? Serienschaltung von RDL, Serienschaltung von RNC, Serienschaltung von RLC, den Serienschwingkreis. Nun kommen wir zur Parallelschaltung. Und wir fangen genauso an, wie wir angefangen haben bei der Serienschaltung, mit einer Parallelschaltung von RL. Ich habe das hier aufgezeichnet. Identifizieren wir das gemeinsame, die gemeinsame Größe, U liegt am R, U liegt am L, U ist in der Parallelschaltung überall. Die Spannung ist also überall gleich und ich bin noch immer nicht mein eigener Feind. Deswegen sage ich, meine Spannung U liegt in der reellen Achse, hat also den Winkel 0. Ja, Zeichen die ein, Zeiger von U, der geht darüber, da ist der U. Wunderschöner U, ein bisschen zittrig, aber naja. Da ist mein U. Darf ich mir aussuchen, ja, wo der Beginn ist, darf ich mir aussuchen. Jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt müssen die anderen Größen zu meinem gewählten Anfangspunkt, zu meinem gewählten U dazu passen. Nun fangen wir an mit dem IR. Der ist relativ einfach zu berechnen, muss man sagen. IR, es gilt ja das Ohmsche Gesetz und das Ohmsche Gesetz ist U durch R. Gell? Also wir haben eben dieses U. Und dann dividieren wir durch unseren R, ja, unseren Widerstand. Wir haben also U mal E hoch J0 dividiert durch R. Ja. Wir haben also weiter U durch R, ja, mal E hoch J0. Und das ist IR, der Betrag, mal E hoch J0 mit IR ist gleich U durch R. Unser IR zeigt also in die gleiche Richtung wie U, heißt es, in dem Fall zeigt er bei 0 Grad, er geht also darüber, hat eine gewisse Länge und die Länge ist eben abhängig vom R. U dividiert durch R, großes R, kleines I, kleines R, großes I. Da haben wir ein IR. Kommen wir zu etwas komplizierterem, IL. Im Prinzip ist ja ebenfalls das Ohmsche Gesetz. Nur muss ich dieses Mal die Spannung durch den Widerstand, den Wechselstromwiderstand der Spule, und der Wechselstromwiderstand der Spule ist J Omega L. J Omega haben wir da und da haben wir das L. Ja? Das ist übrigens das Gleiche, das habe ich schon ein paar Mal hergezeigt, minus J U dividiert durch J Omega L. Überlegen wir sich wieder, was minus J ist. Sagen wir, da ist irgendwo minus J. Ja? Minus J hat die Länge 1 und hat einen Winkel von minus 90 Grad. Das heißt, ich habe also da 1 mal E hoch minus J Pi halbe. Ja, Pi halbe, Radiant. Minus 90 Grad, das ist J, das ist minus J, oder was da steht. Hatten wir auch schon ein paar Mal. Und jetzt müssen wir nun das hinschreiben. Das ist also mal U, und da setze ich das ein, E hoch J0, und dann dividieren wir durch Omega L. Weil da ist ein Blödsinn passiert, da hat das Omega gehört weg. Ist nie da gestanden, hat das irgendwer gesehen? Nein. Ja, weil das J habe ich ja hier raufgekommen mit minus J. So, gut. Ja, ja, und jetzt multiplizieren wir es zusammen. Ja, das heißt, das ist U dividiert durch Omega L mal, und jetzt habe ich E hoch J. Und ich muss die Summe von den beiden bilden, weil Potenzen werden multipliziert und mit den Hochzahlen addiert. Das heißt, ich habe minus Pi halbe plus 0. Wir haben hier also ein IL mal E hoch J minus Pi halbe mit IL ist gleich U dividiert durch Omega L.
Also unsere, wir haben eine gewisse Länge IL, die definiert ist durch die Spannung, durch die Induktivität und die Frequenz. Und wir haben einen Winkel von minus pi halbe, das heißt, wir gehen da nach unten. Da ist unser IL. Okay. Und jetzt schauen wir uns noch diesen Knoten hier oben an. Der I ist gleich IR plus IL, das heißt, die zwei muss ich zusammenzählen. Ja. Die zwei habe ich zusammengezählt und hier habe ich meinen Gesamt-I, der geht da runter. Da ist mein I und der I ist gleich mein IR plus IL. Okay? Passt, würde ich sagen. Schauen wir mal an, was da rauskommt überhaupt. I ist gleich, jetzt setze ich da ein, das I war U dividiert durch R plus und da haben wir U dividiert durch L over J Omega L. Und jetzt hebe ich U raus. Ja? Jetzt hebe ich U raus. Was drinnen in der Klammer überbleibt, ist 1 durch R minus J 1 durch Omega L. Jetzt mache ich den Fehler erkennen, so das mal. Ja? Habe ich daraus gelernt. Mal U. Das zeigt er. Ja? Schauen wir mal, das U, I und da ist praktisch ein komplexer Scheinwiderstand, aber 1 durch Z, weil das ist ja U durch Z wäre ja I. Ja? Das heißt, das da, dieser Ausdruck da, ist 1 durch Z. Das ist also 1 durch R minus J 1 durch Omega L. Wir haben hier also einen Realteil, einen Imaginärteil. Zeichnen wir das auf. Wir haben hier einen Realteil, das ist 1 durch R. Wir haben einen Imaginärteil, der ist minus 1 durch Omega L. Ja? Und wir haben hier ein resultierendes 1 durch Z. Das setzt sich eben so zusammen. Okay? Und jetzt schauen wir das an. Da ist unser Phasenwinkel. Der ist natürlich genauso groß wie der. In welche Richtung geht denn der? Der geht in diese Richtung. Immer vom Strom zur Spannung. Ja, also hier ist unser Phi, unser Phasenwinkel Phi. Wenn wir diesen Phasenwinkel jetzt ausrechnen wollen, ja, unser Phi ist also auf alle Fälle Arkustangens, brauchen wir wieder, Gegenkathete 1 durch Omega L, dividiert durch Ankathete 1 durch R. Ja, und jetzt müssen wir aufpassen. Weil diesmal suchen wir nicht den Winkel in diese Richtung. Ja? Dieses Mal suchen wir den Winkel in diese Richtung. Und wir haben ein Minus. Ja? Das ist vielleicht ein bisschen tricky. Okay, wir haben Minus Arkustangens. Also was da rauskommt, ist Minus Arkustangens von R dividiert durch Omega L. Das ist unser Phi. Im schlimmsten aller Fälle, wenn man vergisst, dass der Minus herkommt, weil das ja der Kehrwert ist. Es geht ja darum, weil es ein Kehrwert ist hier. Das heißt, wenn der Kehrwert 1 durch Z, dann ist der richtige Winkel ja da oben eigentlich. Ja, weil das ist 1 hat Winkel 0, minus den Winkel von Z ist praktisch der da. Und wenn ich den Winkel von Z haben will, wäre ich da oben eigentlich. Ja. Deswegen kommt das Minus daher, wenn ich das vergesse, weil ich nicht daran denke. Dann kommt hier halt eben ein negativer Winkel raus. Und wenn ich aber hier im Zeigerdiagramm schaue, dann sehe ich, vom Strom zur Spannung ist der Winkel positiv. Der geht gegen den Uhrzeigersinn, im mathematisch positiven Sinn. Dann weiß ich, ich habe irgendwo das Minus vergessen. Der Betrag passt. Also es ist nicht so dramatisch. Man muss nur ein bisschen aufpassen. Dann das kann man sich auch hier im Zeigerdiagramm überlegen, ob das jetzt ein positiver Winkel oder ein negativer Winkel ist. Ja. Gut, das ist also der Phasenwinkel. Wie schaut es aus mit Leistungsfaktor, mit Cosinus Phi? Das ist Ankathete 1 durch R, dividiert durch Hypotenuse 1 durch Z. Wir brauchen also den Betrag von 1 durch Z. Ein Betrag von 1 durch Z ist gleich, rechtwinkeliges Dreieck, Pythagoras, 1 durch R Quadrat, 1 Quadrat ist 1 Quadrat, ja, plus 1 durch Omega L Quadrat.
Jetzt setze ich das da ein. Da bleibt oben ein Einser über. Unten das R schreibe ich runter. Und dann multipliziert mit 1 durch Z. Und das ist Wurzel aus R² plus 1 durch Omega L zum Quadrat. Das ist also der Leistungswinkel in einer Parallelschaltung. Jo. Haben wir die Parallelschaltung von R und L erledigt? Das, wie gesagt, mit dem Minus Akkustangens, das ist ein bisschen, das ist das Trickreichste hier. Aber wie gesagt, der Betrag stimmt sowieso. Und Plus und Minus ergibt sich also Strom und Spannungspositionen. Ja, dann weiß ich, okay, das muss ein positiver Winkel sein. Es ist auch ein induktiver Winkel. Positive Winkel sind induktiv und es gibt eine Induktion drin, also eine Induktion. Ja, gibt es wahrscheinlich, ja, in der Spule nämlich. Ja. Ja, es gibt eine Spule drinnen und deswegen ist die Impedanz da induktiv, wirkt induktiv. Positiver Winkel. Ja, das war also die Parallelschaltung von R und L. Das nächste Mal Parallelschaltung von R und C. Wie gehabt. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.